So, dann gehen wir wieder zurück. Dann haben wir den Arm erforscht. Hier haben wir noch Kohle. Kohle, Kohle, 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 Kohle. Oh yeah. Ja, der Kohle-Song. Ich weiß gar nicht mehr, wie der weiterging. Ohne meine Kohle ist alles so doofe. Keine Ahnung, nee, das reimt sich nicht. Das ist doof. Nee, fast heiß davon. Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen. Die können natürlich auch hinter einem plötzlich stehen. Dann vergeht einem das Lachen. Der ist doch hier irgendwo. Bist du über mir, unter mir? Und immer Licht machen. Ich weiß halt nicht, wo er ist, ne? Der könnte auch hier sein. Das kann auch einfach sein, dass der, wie gesagt, unter oder über uns ist. Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Ah, hier haben wir auch schon Fackeln. Eine Feder, ganz toll. Das ist der Eingang, wir haben den Eingang gefunden. Das heißt, hier geht es dann weiter. Ja, das ist ja perfekt. Also das ist ja wirklich perfekt. Wir können das Gold hier noch mitnehmen. Komm her. Was wir haben, haben wir. Und dann geht's hier raus. Also ich bin der Letzte, der sich beschwert. Das war jetzt Glück, dass wir hier hochgegraben haben. Und hier genau rauskommen. Da müssen wir auch noch rein. Ach, herrje. Ja, also das hat sich gelohnt. Das Schöne ist, es ist mal taghell, wenn wir aus der Höhle kommen. Das ist ja ein neues Gefühl. Aber ich glaube, es wird gerade dunkel. Hätte ich mal nichts gesagt. Ja, es wird dunkel. Aber gut, damit können wir leben. Da sollte ich lang. Naja, also zumindest haben wir den Ende des Tages noch draußen miterlebt. Ja, war eine schöne Höhlentour. Wir haben nicht viel an wertvollen Ressourcen bekommen. Ein bisschen Gold, okay. Boah, sieht voll cool aus. Aber immerhin. Immerhin haben wir überhaupt irgendwas bekommen. Darum klimper ich auch nochmal schnell auf die Klavier hier nebenbei. Das nehmen wir auch mal mit. Und dann sollten wir jetzt rübergehen, bevor hier halt die Nacht einbricht. Ja, dann nehme ich jetzt schon 2 Stunden auf und ich habe vorher schon ungefähr 80 Minuten aufgenommen. Das sind viel zu viele Folgen. Es ist ja, ich kann sie nicht vorher veröffentlichen. Das ist das Doofe. Das ist wirklich doof. So, und hier kann ein bisschen rein. Ja, ich muss hier zumüllen. Ich weiß gar nicht mehr, wo hier noch was hin kann. Falsch. Die Musik ist geringfügig laut, aber nur ganz geringfügig, Gott sei Dank. Sehr dezent, dieses Stück. Da haben wir echt Glück gehabt, dass da so dezente Musik läuft gerade.
das dahin. Das könnten wir auch gleich brutzeln eigentlich, bis auf einen. Ich überlege, ob wir auch Cleanstone herstellen. Könnten wir eigentlich auch mal machen, für den Keller vielleicht. Cleanstone erkläre ich gleich, was das ist. Machen wir auch zweimal sogar. Ich glaube, da brauchen wir mehr. Cleanstone ist, wir machen aus Stein, den tun wir hier rein. Das brutzelt dann. Und aus diesen rauen Bruchsteinen im Endeffekt, also Cobblestone ist Bruchstein zu Deutsch, wird Cleanstone, also glatter, sauberer Stein sozusagen. Das ist steintastisch, ist das. Und ja, und dann machen wir hier noch Eisen. Und ich glaube, hier könnten wir dann noch die Hälfte da rein. Und dann ist die Kohle schon wieder weg. Darum sage ich, also Kohle haben wir ja bei weitem nicht genug. Boah, ist das hier dunkel, hallo? Hier wird alles spawnen, das ist doch klar. Wir machen das hier natürlich noch schick, das ist klar. Wir lassen es einfach durchlaufen. Und damit würde ich halt den Keller so ein bisschen, ne, das ist dieser Stein hier im Endeffekt. Damit würde ich den Keller gerne auskleiden. Das wäre ganz formidabel. Und ich glaube, ich mache mir doch jetzt eine Silberschaufel. Ja, habe ich eben noch gesagt, mache ich ja eigentlich nicht so. So weiß ich aber, dass ihr da wahrscheinlich euch das wünscht. Ja, so kann es laufen. Dann gehen wir unten hin und schaufeln uns da mal einen ab. Wir können das Haus auch genau ausmessen, dass wir hier nicht zu weit gehen. Das sollten wir vielleicht mal machen. Ich würde das natürlich ordentlich haben wollen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Felder, ne? 1, 2, 3, 4, 5 ist das hier. Das mit denen aber, ne? 2, 4, 5 mit denen. Und dann 2, 4, 5, 9. Also 9. Inklusive denen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Weiter wollen wir nicht. Und jetzt müssen wir natürlich auch die Breite genau herausfinden. Das heißt hier erstmal 3. 1, 2, 3. 1, 2, Polizei. 3, 4, Bernardier. 5, 6, Handhocket. 1, 2, 3. Einbruch! Wir gehen unter! Sollen wir mal gucken. 3. Hier sind natürlich keine Fackeln. Die sollten wir aber. Nee, wir gehen ja noch tiefer. Fackeln nützen nichts. Da müsst ihr kurz aushalten. Eins, zwei, drei. Noch ein weiter sogar. Okay, ist trocken, hätte ich nicht gedacht. Und das müssen wir halt austauschen. Da wird das Wasser reinrinnen. Da können wir machen, was wir wollen. Silber, Bronze, ihr wisst schon was. Eisen. So, und jetzt müssen wir die andere Richtung auch noch rausfinden. Und ich glaube, wir müssen noch eine Schaufel machen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter nicht. Das sind 3 in die Richtung. 1, 2, 3. Ja, ich glaube, wir machen nur die Schaufel. Also da noch eine neue machen, lohnt sich dann jetzt auch nicht. Obwohl das schon nett ist, wie schnell das geht. Da muss ich euch ja recht geben. Das ist schon eine feine Sache. Achso, eine Spinne. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Ja, jetzt müssen wir eine Etage auch noch tiefer. Besser 2. Ich glaube, 2 ist ganz gut, denn... Okay, und dann kloppen wir uns hier durch. Denn wir müssen hier eine Decke machen und einen Boden. Ich weiß noch nicht, ob ich das parallel mache, also dass ich sage, es ist eine Holzdecke und Holzboden, oder ob ich da eine andere Steindecke vielleicht drin haben will. Das weiß ich ja jetzt noch stand gar nicht. Ja, schrei du mal rum da draußen. Mach's dir gemütlich vor mein Haus.
Hier drin haben wir nichts zu befürchten. Ja. Das kann man schon mal sagen. Ja, Keller ausheben ist vielleicht auch nicht das Spannendste. Komme gerade aus einer Höhlentour, aber naja, so lange mache ich auch nicht mehr. Ich wusste nicht, was ich jetzt noch anfangen soll auf den letzten Minuten sozusagen.